Hi Leon, herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin Sibamela, bin aus Österreich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein aussortiert und Flop-Video für euch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. Ich musste leider zwei Pinsel aussortieren, und zwar von Zoeva, den 114 Luxe Face Focus, weil hier einfach die Haare voll abstehen und die fallen beim Schminken aus. Sowas geht gar nicht. Also finde ich auch krass. Das Pinselset war so teuer, dass ich das aussortieren muss. Und das gleiche habe ich bei Nude Cosmetics, auch bei diesem Pinsel. Da ist das gleiche. Also da steht aber auch keine Nummer dabei, was das jetzt für ein Pinsel ist, aber ja, ich habe den verwendet, um zum Beispiel beim Konturieren oder Puderprodukte kann man damit aufnehmen. Einen Pinsel musste ich noch aussortieren, das war auch sehr schade, schaut sich wie der ausschaut. Nach kürzester Zeit ist der so richtig so auseinandergegangen, und zwar war der von der englischen Firma, wo ich auch die Paletten her habe, die was auch so gehypt ist. Wie heißt denn die nochmal? Jetzt überlege ich gerade, ob ich. Ah ja, hier oben ist sie. Und zwar von der Firma. Wie heißt denn die Firma nochmal? Also von dieser Firma, ihr wisst eh, da gibt es noch die grünen Brushes, ne? Wie? Cosmic Brush, genau. Cosmic Brush. Und da habe ich mir, okay, das mache ich nachher, habe ich mir so eine Mystery Bag bestellt und da waren die dabei. Das war so ein ganzes Set. Und den kann ich nicht mehr, also möchte ich auch nicht mehr verwenden, weil der ist einfach nicht mehr präzise, ne? Also ist sehr schade. Was ich leider auch aussortieren musste, das habe ich von einer lieben Freundin bekommen. Das ist dieses Lederband. Das ist leider, beim Verschluss ist es leider kaputt gegangen und lässt sich halt nicht mehr. Also das hält einfach leider nicht mehr. Schade. Das habe ich zum Geburtstag, glaube ich, bekommen. Was ich noch aussortiere bzw. weitergebe in ein Trash-Paket, ist die von Dromborg, diese Lip Cure. Die habe ich einmal verwendet und die hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich dieses Schwämmchen von Real Techniques aussortiert. Das war vom Adventskalender und das war schon nach kürzester Zeit eigentlich kaputt, aber ich habe es noch immer ein bisschen weiter verwendet und jetzt ist er schon so klein und ein bisschen hart geworden. Finde ich, ist enttäuschend für diese Marke. Ich habe jetzt auch noch Moment, ich habe dann noch den gebe ich weiter. Das ist ein False Lash Glue, den habe ich nur ein paar Mal verwendet. Also den möchte ich irgendwem geben, der was Wimpern klebt. Außerdem möchte ich diese Wimpernzange, die war auch im Weihnachtskalender, in irgendein Trash reingeben. Weil ich verwende die einfach nicht. Brauche ich nicht. Was ich noch aussortiert habe, ist die Trend It Up Nagellack, das Super Shine and Stay. Dieser schöne Orange, der deckt einfach nicht. Also den mag ich nicht mehr benutzen. Was ich auch aussortiert habe, ist dieser Lip Balsam von Glam Shop. Da ist eh nicht mehr so viel drin und er lässt sich einfach nicht mehr so gut auftragen und der ist einfach zu fest, finde ich, beim Auftrag für den Lippenbalsam. Und die Weleda Skin Food Lip Butter möchte ich auch weggeben, denn die ist irgendwie, die Textur gefällt mir gar nicht, überhaupt nicht, null. Ist schrecklich, da kommt erstens einmal so viel raus und die Textur, nee, geht gar nicht. So, und dann habe ich noch zwei Wimperntuschen aussortiert. Einmal die Clinique, die High Impact, und einmal die Note. Aber ich muss dazu sagen, ich habe 40 Wimperntuschen offen, also da kann ich schon mal was aussortieren. Also was mir dann nicht so gut gefällt, das wird dann einfach aussortiert. Dann habe ich noch aussortiert von MAC den Prep and Prime. Das ist so ein quasi wie so eine Lippenpflege und da ist mir die Lippenpflege auch abgebrochen, deswegen schmeiße ich den jetzt auch weg. Was mir auch abgebrochen ist, ist leider der von Essence, der BH Reacting Lip Glow von Jurassic World. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil das Packaging hat mir gut gefallen.
Was mir noch nicht so gut gefallen hat von der Textur, ist von Blumi, dieses Lipgloss. Das schaut so aus, in dieser Korallenfarbe. Und das werde ich jetzt auch weggeben. Außerdem habe ich noch einen Jelly Shot. Der schaut so aus. Der gefällt mir auch nicht so gut. Das ist so ein durchsichtiger. Da ist sogar unten eine Blume drinnen, aber mir gefällt die Konsistenz einfach nicht so gut. Dann habe ich noch aussortiert von Naked den Liquid Lipstick. Gefällt mir nicht die Konsistenz. Das ist zum Kotzen. Ich bin da urempfindlich bei Lippenprodukten. Das muss einfach ein gutes Gefühl auf die Lippen sein. Egal welche Marke das ist mir scheißegal. So, und dann habe ich leider auch noch, so schön wie er ist, aber den Cute as Shell Lipgloss muss unbedingt weg. Also, das ist so ein grisseliges Gefühl auf die Lippen, packe ich überhaupt nicht. Also, geht gar nicht, wirklich. Ja, vielleicht war es für euch auch hilfreich, beziehungsweise schreibt es mal rein, ob ihr auch bei irgendeinem Produkt der Meinung seid, dass es auch nicht so gut ist oder ob das bei euch gut funktioniert hat. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Abonniert gerne meinen Kanal und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!